Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratoto, beim Clan Spätzle-Mitsoße. Luxusproblem, das kennt ihr bestimmt, vor allen Dingen jetzt die frischen Rathaushörer kennen bestimmt dieses Problem. Du hast erstmal diese Langläufer und ja, du wirst das Zeug jetzt nicht los, außer du gämmst jetzt die Bobs. Das heißt also, einen habe ich ja frei, immerhin, aber ich will ihn ganz bestimmt auch einsetzen. Nur wie? Ich kenne die genaue Reihenfolge noch nicht, aber erstmal vielen lieben Dank, dass ihr alle an der Umfrage vorgestern teilgenommen habt. Finde ich wirklich sehr, sehr nett. Und die Masse hat entschieden, dass wir die Werkstatt in jedem Fall machen. Allerdings jetzt noch nicht mit den Bob hier, denn ich möchte noch die eine oder andere Maschine verspenden. Möchte eigentlich gerne auch mein King machen, denn ihr seht das hier an meinen Juwelen. Ich habe nicht mehr so viele. Ich habe nämlich zu einem Buch gegriffen. Also für 500 kaufe ich die Bücher hier immer und das Heldenbuch hat nur 500 Juwelen gekostet und so bin ich jetzt im Besitz eines Heldenbuchs und habe fast 200.000. Deswegen habe ich mich auch tatsächlich für die Werkstatt entschieden. Also ihr habt euch entschieden und da ist das Heldenbuch und denn danach muss ich ja erstmal auch wieder reinfahren. Da lohnt es sich noch nicht wirklich den Pott hier zu machen. Das wird ja leider wieder ein paar Tage dauern. Also machen wir erstmal den hier. Dann können wir hier auch mehr Maschinen bauen. Wir brauchen ja nicht das Luftzeppelin bauen und den Mauervernichter, sondern wir können ja auch nur Mauervernichter machen und können dementsprechend auch mehr herstellen. Das, was wir aber als allererstes machen, entschuldigt, ist ein CK-Angriff, damit ich diese Truppen loswerde und damit ich meinen ersten Bob dann auf die Reise schicken kann. Also gehen wir mal rein in den laufenden Clankrieg. Und zwar werde ich die Nummer 4 machen. Meine Armee ist fast fertig, mein King läuft noch ein bisschen. Ich denke mal, den mache ich dann am Tablet. Und wie stelle ich mir das Ganze vor? Einfach mal wieder so ein Rathaus 12 CK Live-Angriff. Also ich werde, denke ich mal, mit einem Queen Walk hier beginnend am Labor versuchen, hier in diese Base, was heißt reinzukommen, also in diese, zumindest den Angriff zu starten. Das Lager muss in jedem Fall weg von einem Magier, der müsste das eigentlich packen. Der ist außerhalb der Range vom Bogenschützenturm und auch vom Minenwerfer und gehe dann hier hinten mit Hexen und ich denke zwei, drei Bowler so ein bisschen eigentlich hier lang. Die werden nicht wirklich weit kommen und werde dann aber hier über diese beiden Kasernen, denke ich mal, in die Lücke hier unten meinen Mauervernichter reinbringen, beziehungsweise erstmal die Mauerbrecher vermutlich. Müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Und aber so, denke ich mal, können wir unser kleines Luxusproblem hier erstmal lösen. Und ich würde sagen, ja, Clash. Okay, dann wollen wir mal sehen, ob ich mich von dem Luxusproblem gleich lösen kann. Ihr seht das, die Dinger sind immer noch voll. Ich habe jetzt ein bisschen verloren, so ein bisschen Gold verliert man natürlich immer, wenn man vor allen Dingen die Maschinen spendet. Aber wir wollten uns jetzt die 4 schnappen hier. Die wurde eben schon mal gescoutet, das ist auch immer sehr, sehr nett. Den Luxus können wir hier uns zumindest im Moment gönnen. Und dann würde ich sagen, wir starten eigentlich so, wie wir es geplant haben. Ich muss mir das Replay nicht angucken. Ich habe es gerade eben live gesehen. Mal sehen, ob es klappt. Ihr seht meine Armee hier. Ich bin mit einer noch nicht mal vollen Armee hier unterwegs. Oh, das geht gar nicht. Das stört mich unheimlich. Ich weiß nicht, wie euch das immer ergeht, aber mich stört das. Dass mir ja nämlich genau eine Bogenschützin gefehlt hat. Und ich gucke jetzt mal. Viele haben mir geschrieben in den Kommentaren, du setzt die Maschine Richtung Adler. Ist sicherlich nicht verkehrt. Allerdings weiß ich nicht, ich greife gerade solche Bases hier mit den Infernos eigentlich immer von so einer Seite an, wie ich sie jetzt anmarkiere. Weil wenn ich von hier reinkomme, dann laufen mir die Truppen sowieso zu einer Seite. Da kann ich ein bisschen schlechter funneln und habe dann Beschuss von zwei Infernos von beiden Seiten. Da ist es sehr, sehr schwer, in die Mitte zu kommen. Deswegen gucken wir, dass wir hier jetzt vielleicht mal reinkommen. Ich habe jetzt Attack gesagt und jetzt gilt es, etwas zu reißen. Gucken wir mal. Ah, jetzt weiß ich, was ich nicht habe. Shit. Aber egal. Ich weiß, was ich nicht habe. Ist egal. Ich weiß, was ich nicht habe. So. Was haben wir gesagt? Wir setzen hier den Magier. Oh nein. Jetzt kriege ich hier das Zeichen des Todes. So ein Mist. So. Kriege
ich meinen Warden da nicht raus. Mei. Nein, ich muss meine Queen jetzt schon zünden. Okay, weil ich den Warden hier nicht rausgekriegt habe. Ist aber nicht so schlimm. Dann setzen wir hier schon mal unsere Maschine und gehen hier hinten weiter rein. King mit raus, Bowler mit raus. Und dann kann das hier jetzt in die Mitte hoffentlich gehen. Wir schauen mal, wo ich hier unter Umständen springen muss. Ah, das nervt mich jetzt aber ab hier, dass ich jetzt die ganze Zeit dieses blöde Zeichen hier kriege. Das ist echt scheiße. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt... Ja, und was danach kam, das erspare ich euch lieber. Das Witzige ist ja, wir haben ja einen Angriff gesehen. Ich meine, ich habe ja einen Angriff gemacht. Jetzt guck mal, ich habe ja einen Angriff gemacht mit 9%, nachdem ich den Disconnect hatte. Und ich habe aber meine Armee null verbraucht. Nur meine Queen ist draufgegangen. Also ich habe ja den Warden gesetzt, ich habe den King gesetzt, ich habe alle Bowler gesetzt. Ich habe jetzt nur diesen kleinen Buri da hinten nachgebaut, mehr nicht. Denn meine Truppen kamen jetzt schon nach zum Weiterfarmen, denn wir wollen ja von dem Luxusproblem hier weg. Also, ich greife jetzt nur noch per LTE an. Ich glaube, das ist das Stabilste, was es hier zurzeit gibt. Dieses Wireless LAN hier, das nervt mich sowas von dermaßen ab. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich hier eben geflucht habe. Inklusive, dass ich auch mal mit der Faust auf den Tisch gehauen habe. Das mache ich eigentlich nie. Aber ich mache es immerhin nicht mit meiner Maus, sondern ich mache es mit meiner Faust. Also, nächsten Angriff geht jetzt gleich auf die 2 mit der gleichen Armee, aber den mache ich mobil und zeige ihn euch dann hier. Ja, auch der Angriff war irgendwie komisch. Mal gucken, wie ich mich hier geschlagen habe. Also Queen Walk vorweg. Ich habe ja jetzt meine Truppen nicht verbraucht, das war eigentlich ganz gut. Und ich erkläre euch gleich auch, warum mein einer Bauarbeiter immer noch frei ist. Ich hätte ihn ja jetzt schon die ganze Zeit arbeiten lassen können. Hat natürlich den Grund, dass genau der Bauarbeiter eigentlich noch mein King ein Level weiterbringen soll, bevor ich dann irgendwas Neues mit dem baue, was ein bisschen länger dauert als der King. Der King dauert nämlich nur ein Buch. So, Kampfmaschine hier, beziehungsweise den Mauervernichter. Relativ gut gesetzt zum Funnel. Jetzt habe ich da zwar noch ein Lager, aber ich habe hier einfach ein paar Bowler jetzt links geworfen und es war eigentlich ein bisschen ärgerlich in der Mitte. Kampfmaschine ging nämlich eigentlich ganz durch und der Inferno in der Mitte, ja, ich habe ein bisschen Wut noch auf die Riesen gebracht, aber die gehen erstmal auf den blöden Feger und lassen sich natürlich die ganze Zeit jetzt von diesen beiden Infernos hier schnetzeln und leider ist der Truppe nichts gefolgt, das heißt also, ja, kein Bowler dahinter, keine Queen dahinter, alle rechts rum, links rum. Und dementsprechend war der Angriff auch nicht wirklich gut. Jetzt hatte ich noch ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere Bowler sich doch Richtung Rathaus verirrt mit Queen. Die geht jetzt auch ans Rathaus ran. Allerdings ballert das Rathaus jetzt auch. Das müssen Rathaus 1 oder 2 sein. Ich weiß es gar nicht genau. Naja gut, wir haben hier die 57% und haben hier in jedem Fall den Bonus mit reingeholt. Wenn es denn beim Bonus bleibt, das wissen wir noch nicht. Ich zeige euch dafür jetzt ein Elfer-Angriff, der richtig gut gewesen ist, nämlich vom Swash. Also 2 auf 1 hier, ihr habt es schon gesehen, es wären 3 Sterne, aber wie werden das eigentlich 3 Sterne? Und eine relativ starke Maxed-Out-Elfer-Base hier, also mit Rathaus 12, also es ist eine Elfer-Base, aber Rathaus 12, ich meine, wer jetzt Rathaus 12 Max ist, der hat sich das ganze Zeug durchgegemmt. Und deswegen, das, was nicht durchgegemmt ist, ist, dass der Markt, der Swash hier, da ich ihn schon sehr, sehr lange kenne, dass der Matze hier die Truppen schon auf 4 hat. Die hat er noch nicht alle auf 4, aber er hat einen Machttrank genommen. Und weil er sein Labor schon auf der neuen Stufe hat, ich ja noch nicht. Und von daher lohnt es sich bei mir auch nicht, den Machttrank zu nehmen, sondern bei mir lohnt es sich dann eher, darauf zu warten, dass mein Labor jetzt fertig wird, dass ich auch mal wieder den Machttrank einsetze, mal sehen, in welchem CK ich das denn mache. Aber ich denke schon, ziemlich dominantes Ding hier. Und ja, mal sehen, wenn die Bases jetzt erstmal ein bisschen stärker werden, wenn die ersten Defenses da sind, die auch auf Rathaus Level 12 Niveau sind, ob das dann alles noch so klappt, das werden wir sicherlich im Laufe der Zukunft sehen. Aber das waren, glaube ich, ganz nette 3 Sterne hier. Und der Klankrieg ist auch noch nicht vorbei. Also ich kann euch das Ergebnis noch nicht zeigen. 56, 52, meine, der Swash hat hier 2x3 abgeliefert. Das ist echt super. Und
Bei uns bin ich noch nicht angegriffen worden und hier unten sind auch noch ein paar Sterne zu machen. Der Gegner hat jetzt noch 3 Angriffe, mal sehen. Er braucht jetzt ja 5 Sterne für den Gewinn. 5 Sterne für den Gewinn. Ich weiß nicht, wie es prozentual aussieht, wenn sie 4 Sterne machen. Keine Ahnung, ob die über 95, 80 kommen. Es ist noch ein Elfer offen, das heißt, die Nummer 1 wird vermutlich mich machen. Ich denke es mal so. Ich glaube nicht, dass sie ihn hier auf mich hetzen. Keine Ahnung, kann natürlich auch sein. Für 2 Sterne hier und bei mir, wenn nicht sogar 3, man weiß es ja nicht. Also gedreiert wurde ich mit der Base, glaube ich auch noch nicht. Und dann noch 2 Sterne hier bei unseren Elfern, keine Ahnung. Aber ich muss hier dringend jetzt weiterfahren. Denn das kleine Luxusproblem, was wir haben, ich weiß gar nicht, was mich hier geritten hat, dass ich eben gar keine Heiler dabei hatte. Wir gucken mal. Ich will in jedem Fall noch so ein bisschen Dunkles holen, ohne großartig jetzt meine Helden hier zu verlieren mit der Armee hier. Deswegen suche ich mir auch ganz bestimmt genau solche Gegner aus hier im Moment. Und mal sehen, wo wir hier durch diese Base bzw. noch ein bisschen tiefer in die Base reinkommen. Da ist noch ein Lager, dann machen wir hier mal die beiden Sachen hier weg. Und ich glaube, wir können unseren King einfach mal mit reinziehen. So, dann haben wir hier einen Babydrachen. 2 von denen. Und ich glaube, das ist ganz entspannt hier gegen den Zehner hier. Ich glaube, ich hoffe mal, dass er keine Clanburg hat, keine Ahnung, aber ich glaube, er hat keine. Denn dann wäre die jetzt schon rausgekommen an der Stelle hier. So, also es geht hier mit Minern ein bisschen los und warum habe ich meinen Bauarbeiter noch nicht weggeschickt? Ja, das hat den einfachen Hintergrund, dass ich eigentlich mit dem Bauarbeiter hier meinen King machen will, habe ich ja eben schon gesagt. Und mein nächster Bauarbeiter wird erst in so ein paar Stunden irgendwann heute Nacht mal frei oder heute Abend und deswegen, und der stößt dann sicherlich noch etwas anderes an, aber ich will erstmal mit dem freien Bauarbeiter meinen King hier vorantreiben. Die Queen zünde ich jetzt mal, dass sie wenigstens durch die Mauern geht, und ich glaube, also es wäre schön, wenn wir jetzt noch ein bisschen Dunkles holen mit dem Bonus. Dann machen wir noch sicherlich so ein bisschen Farm. Und warum läuft mir eigentlich die Zeit weg? Ja, mir läuft die Zeit weg, weil der Clankrieg gleich ausläuft und meine Treasury pickepacke voll ist. Und ich würde sie gerne vorher leeren. Wenn dann nämlich der Bonus gleich aus dem CK reinkommt, dann geht er überhaupt nicht da rein. Und deswegen wollte ich vorher eigentlich alles ausgegeben haben. Hätte ich natürlich schon viel, viel eher machen können, aber viel, viel eher hatte ich halt keine Zeit. Oh, das Dunkle nehmen wir in jedem Fall mal mit, wie auch immer. Ich muss mal eben schauen, wie ich am besten oder am einfachsten jetzt durch diese Base gehe, damit ich so ein bisschen das Dunkle mitnehme. Ich glaube, wir gehen hier hinten mal rein und dann gucken wir mal, wo die Queen so hinrennt. Ich sitze auf jeden Fall auf genau der anderen Seite meine restliche Meute, denke ich mal. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt gleich am einfachsten machen, damit wir die 3600 Dunkles hier noch mitnehmen aus dieser Base hier. Das wäre nämlich wirklich, wirklich super. Oh, die Mauerbrecher, ne? Du setzt sie und dann rennen die trotzdem irgendwie in ganz, ganz viele Richtungen. Ist aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Dann hauen wir hier jetzt unsere Miner rein. Die gehen jetzt auch so ein paar nach außen, so ein paar gehen rein. Das ist schon mal ganz gut. Unsere Queen ist hier hinten noch ganz gut zufrieden und ich glaube, der erste Heil ist hier ganz gut aufgehoben. So, mal schauen. Dann holen wir hier den Magier raus. Jetzt muss ich mir ein bisschen reingehen. Oh, nicht hoch, nicht runter. Nein, ich muss reingehen. Und muss vor allen Dingen diese CB hier durchgiften. Einmal den Warden habe ich ja jetzt schon gezündet. Oh, die sind schon am Rathaus, die Jungs. Okay, dann haben wir aber schon das meiste an Dunklen haben wir hier schon raus. Das ist ganz gut so. Den Drachen werden wir jetzt nicht schaffen. Das ist, glaube ich, aber auch nicht so schlimm. Zumindest befreien wir uns jetzt so ein bisschen von dem Luxusproblem. So, jetzt habe ich aber meiner Maus mal richtig gegeben. Also ich habe meine Queen hier noch gezündet. Der Rest stirbt hier natürlich jetzt beim Drachen und bei den Loons. Das ist suboptimal. Aber auch nicht ganz so schlimm. Das Wort wollte er eigentlich nicht hören. Ich wollte hier meine Clanburg jetzt nicht setzen. Denn hier gibt es nicht mehr jetzt wirklich was zu holen. Wir beenden den Kampf hier ruhig und haben jetzt auch
Okay, jetzt haben wir in jedem Fall genug für unseren King, denn wir werden jetzt in jedem Fall, da habe ich die ganze Zeit drauf hingearbeitet, das ist auch mal ein zeitliches Problem, weil ich ja auch nicht ganz so viel gammen möchte. Der CK geht jetzt noch 1 Stunde 13 und ich meine, ich kann den Bonus jetzt auch nicht verfallen lassen. Es sind über 1 Million Gold Elex, immerhin, spart mir das ein paar Angriffe. Es sind fast 6000 Dunkles und wir haben hier jetzt die Treasure Key. Ich habe es gar nicht gesehen, der Bonus ist eben reingelaufen. Den sammeln wir mal auf. Und jetzt ist die natürlich immer noch pickepacke voll. Aber wir haben das Dunkle hier für den King. Den mache ich jetzt auch. Das ist mir jetzt auch egal. Ich mache jetzt auch den King. Bin ich ganz sicher. Ich habe nämlich auch keine Lust mehr heute zum Spielen. Den wecke ich jetzt auf. So, damit habe ich jetzt schon mal einen Bauarbeiter frei. Ich habe einen Bauarbeiter frei. Hurra. Und habe null Dunkles. Das ist schon mal nicht schlecht. Weil hier ist jetzt auch nichts mehr. Ist hier noch was drin? Oh, hier ist auch noch ein bisschen Dunkles drin. Na, da haben wir ja wieder ein bisschen Dunkles. Und dann haben wir jetzt einen freien Bauarbeiter. Den schicken wir jetzt in jedem Fall auf unser Rathaus. Das heißt also, die 10 gehen jetzt rein, 6 Tage lang. Jetzt habe ich natürlich keinen Bauarbeiter frei. Das ist nicht so schlimm. Ich mache den jetzt frei. 64 Gems. So, da ist das Ding schon mal auf 13. Und wofür sind die Gems sonst da? Ich habe halt einfach mal ein bisschen Zeitnot. So, und jetzt geben wir hier auch 9 Millionen für das Ding aus. Das habt ihr euch gewünscht. Ich mache es. Und jetzt läuft er erstmal, wie viel? 8 Tage. Ich habe nur noch 1 Million da oben. Aber ich mache jetzt meine Schatzkammer leer. Und da ist er jetzt schon wieder reichlich drin dann, ne? Wenn er mal guckt. Aber die nächsten Bobs laufen jetzt aus. 3 Tage, 3 Tage, 5 Tage. Ja, da geht ja in jedem Fall was. Ich hoffe, diese Chaos-Folge hat euch trotzdem gefallen. Und ich werde aber die Armee hier jetzt nochmal nachbauen. Ja, jetzt ist wieder ein bisschen weniger. Ist aber hoffentlich nicht ganz so schlimm. Diese Folge hier hat euch trotzdem gefallen. War ein bisschen Chaos, war ein bisschen durcheinander. Aber sie ging relativ lange. Und ich habe auch ein bisschen Luft und Zeit dafür gehabt. Bis dahin, euer Toto. Clashed.